Tag, heute ist der 18.01.2016 und es ist Montag. Montag, mein Lieblingstag. Yeah. Meine Euphorie hält sich heute ein bisschen in Grenzen, weil ich bin ein bisschen erkältet. Mein Husten ist insofern besser geworden, dass ich jetzt abhusten kann. Aber ein bisschen Schnupfen und so, leichte Erkältung. Und das ist total bekloppt, weil die letzten 2 Jahre war ich nicht einmal krank, wirklich. Ich hatte keine Erkältung, nichts. Und jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, 3-4 Monaten gleich 2-mal. Wann hat es mich so dahin gerafft? Das ist auch noch nicht so lange her, oder? Ich weiß nicht mehr. Aber in relativ kurzer Zeit jetzt gleich 2-mal. Vorher bestimmt 2 Jahre nicht. Was ist denn los mit mir? Ja, ich glaube, ich werde alt. Wahrscheinlich muss ich aufpassen bei dem Wetter. Wenn ich mich jetzt hinpacke, also wenn ich ausrutsche, Oberschenkelhalsbruch, Krankenhaus, Lungenentzündung, das war's. So läuft es doch bei den Alten. Naja, macht mir keine Scherze drüber, oder? Ich gehe dann jetzt erstmal mit Cookie an den Strand. Hausarbeit gemacht, bisschen geblockt, bisschen organisatorischen Kram gemacht am Rechner und so, ein paar Artikel gelesen, die schon lange auf meiner zu lesen Liste sind, aber naja, die 3, 4, 5 Artikel, die fallen nicht ins Gewicht bei, ich weiß nicht wie viel, auf jeden Fall einen hohen dreistelligen Bereich. Ja, ein kleines Mittagsschläfchen habe ich auch gemacht. Das war gut, das habe ich schon ewig nicht gemacht, das war wirklich mal dringend notwendig. Meine Erkältung geht so, also es hält sich in Grenzen. Man merkt, dass sie da ist, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich dahin rafft oder so. Also es geht, ein bisschen Nase zu und so. Husten ist besser geworden, Gott sei Dank. Der war eigentlich nur eklig, das tat schon richtig weh im Hals. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Hund schnell raus. Die drängelt die kleine Maus. Ja, du. Ich habe schon in die Kamera gequatscht, aber die Aufnahme hatte ich gar nicht gestartet. Naja, was ich sagen wollte und gesagt habe, ist, dass das Wetter richtig schön ist. Die Sonne ist draußen, allerdings im minus 5 Grad. Und da muss ich aufpassen, dann kann ich gar nicht so lange raus mit Cookie. Oder ganz so lange raus wie sonst. Weil ja, sie sich sonst verkühlt und die Blase verkühlt. Und das hatten wir ja alles schon mal vor ein paar Jahren, das muss nicht normal sein. Denn so ein Jack Russell Terrier hat ja doch ziemlich kurzes Fell. Also Cookie, es ist ein bisschen länger als 1 Zentimeter. Und sie hat nicht so diese Unterwolle, die Hunde mit längeren Haaren haben. Zum Beispiel Schäferhunde oder so. Und dadurch kühlt sie sehr schnell aus. Und bei so kaltem Wetter wie momentan lieber 2-mal mehr rausgehen, dafür aber kürzer. Jumping, 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 jumping
Kameraplatten und Videoköpfe zu tauschen. Deswegen habe ich das Gorilla-Put ans Stativ gebastelt. So, ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen im Fokus. Im Video vom Samstag habt ihr ja die Drohnenbilder gesehen und ich habe so ein paar Fragen bekommen, welche Drohne es ist und so. Und ich schreibe es ja, habe ja auch in der Beschreibung unten zu stehen, welches Equipment ich einsetze, beziehungsweise welche Kameras und welche Gadgets ich am meisten einsetze. Natürlich ein bisschen mehr hier rumzuliegen, aber alles da auch zu finden ist ein bisschen albern und ich habe dann nur das hingeschrieben, was ich am meisten einsetze. Und da kamen Fragen, warum ich die Phantom 3 Professional habe und nicht eine, die günstiger war. Die Antwort ist ganz einfach, ich wollte die 4K aufnehmen. Und die Professional kann 4K aufnehmen, 4K Video aufnehmen. Wir können ja mal so ein bisschen über Equipment und Gadgets reden. Und da wollte ich euch einfach mal an einer Erfahrung dran teilhaben, die ihr sicherlich auch schon gemacht habt. Aber die man sich doch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen muss. Da wäre zum Beispiel der altbekannte Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist einfach so, das habe ich leider schon oft genug festgestellt. Und Videorig. Videorig ist ein gutes Beispiel. Ich habe mir mal so ein einfaches Videorig, das man bei Amazon kriegt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, mit so einer gebogenen Schulterstütze, zwei Handgriffen, die so schwarz-blau sind und so. Das Teil ist für Einsteiger sicherlich ganz gut mal zum Testen, zum Rumprobieren und wenn man da nichts Größeres mitmachen will, ist das völlig in Ordnung. Wenn man die ganze Videosache aber doch ein bisschen professioneller angeht, dann stößt man ganz schnell an die Grenzen von diesem Teil und ist auch ganz schnell unzufrieden mit der Haptik, mit der Handhabung an sich und mit den Ergebnissen, die man dann erzielt. Und schon kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, okay, geht nicht mehr, reicht nicht mehr, was anderes muss her. Oder es hat sich gereimt, cool. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn ihr ein bestimmtes Gadget haben wollt, aus welchem Grund auch immer und was ihr damit auch machen wollt, spart ein bisschen länger und kauft euch das, was ihr auch haben wollt. Und nimmt nicht eine Variante, wo ihr denkt, naja, okay, das ist billiger und erfüllt auch den Zweck. Ihr werdet unzufrieden sein. Ja, und irgendwann kauft ihr halt doch das Teil, was ihr schon immer wolltet, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Am Ende habt ihr halt mehr ausgegeben als nötig, weil ihr habt das günstigere gekauft und das teurere. Ja, und dann schaut einfach, was ihr braucht und was ihr wollt und im Zweifel spart ein bisschen länger und kauft euch dann das entsprechende Equipment und macht nicht den Fehler, erst irgendwie billigeren Scheiß zu kaufen und dann ärgert ihr euch nur. So, das war's für heute, würde ich sagen. Ich sag wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. I'm gonna go get some more.